den Klingen funken, ich will dich dreckige umbringen. Heute schlägt deine letzte Stunde, was hast du gedacht? Mit wem du hier eigentlich fickst? Ich komme in dieser Nacht, heute gibt es kein Zurück. Du öffnest mir die Tür, fängst über das zu quatschen, du naives Mischstück. Bringst das Blut in mir zum Kochen, kriege eine Macke, wenn du mit mir sprichst. Du Nutte, was? Du gehst mir so auf die Nerven mit deinem Liebesgequatsche und deinem gebrochenen Herzen. Du bekommst einen harten Schlag ins Gesicht, damit du die Fresse hältst dich. Höre es auf, wenn du auch wirklich komplett entstellt bist. Ich bin seit Wochen drauf, habe kein Auge zugemacht, denn in meinen gefühlstoten Körper brodelt zu viel Hass. Ich steche auf dich ein, ohne einen Moment zu zögern. Schneide dich klein und gebe den Rest deinem Köter. Die Knochensäge zerschneidet die Beine, die ich beim Vergewaltigen deiner Leiche gebrochen habe. Im April 2012 entdeckte ein Spaziergänger eine Reisetasche mit menschlichen Überresten. Der Angeklagte hatte eine Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau. Mit einem Obstmesser stach er ihr in den Hals. Danach zerstückelte er den Körper in der Badewanne. Zudem wurden weitere Einstiche im Oberkörper gefunden. Der Angeklagte konsumierte in regelmäßigen Abständen Amphetamine und Ecstasy. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion ist davon auszugehen, dass der Angeklagte dem Opfer zur Lebenszeit mehrere Stiche versetzt hat. Ich persönlich hab das noch nicht erlebt und bin schon sehr schockiert, sehr betroffen über die Grausamkeit seiner Tat.